Berlin hat die Wahl. Und allen Umfragen zufolge geht es dabei vor allem darum, mit wem zusammen Klaus Wowereit weitermachen soll. Dass der SPD-Politiker selbst als regierender Bürgermeister bestätigt wird, gilt als ausgemacht. Gesucht wird ein Koalitionspartner. Wowereit ist seit 10 Jahren im Amt und beliebt in der Hauptstadt, der er das Etikett arm aber sexy verpasst hat. Ob der Berliner Senat unter ihm weiter rot-rot sein wird oder aber rot-grün, das ist die Frage. Ich habe gut zusammengearbeitet mit der Linkspartei die letzten 10 Jahre. Das war eine erfolgreiche Arbeit. Dazu stehe ich und es gibt auch gar keinen Grund, jetzt zu sagen, das könnte man nicht fortsetzen. Ich kann mir natürlich auch eine rot-grüne Regierung vorstellen. Rot-grün, aber nicht grün-rot. Noch vor Monaten träumten die Grünen davon, nach ihrem Wahlsieg in Baden-Württemberg auch in Berlin den Chefsessel zu erobern. Doch die Euphorie hat sich abgekühlt. Um die 20% sagen die Umfragen voraus und Platz 3 hinter der CDU. Die grüne Spitzenkandidatin Renate Künast sieht sich trotzdem auf der Siegerstraße mit deutlichen Stimmenzuwächsen. Wenn Sie sich mal angucken, unsere Umfragen sind eigentlich sehr gut. Also wir sind diejenigen, während die anderen da sind, wo sie 2006 schon waren. CDU-Herausforderer Frank Henkel dürfte weit abgeschlagen hinter Wowereit landen, auch wenn sich Bundeskanzlerin Angela Merkel, Henkels Parteichefin, als Wahlkampfhelferin versucht. Sie greift Klaus Wowereit an, dem reichlich bundespolitische Ambitionen nachgesagt werden. Diese Stadt muss besser regiert werden. Es ist eine wunderschöne Stadt, eine attraktive Stadt, aber es ist eine Stadt, die braucht eine bessere Regierung. Gut 13% Arbeitslosigkeit gibt es in Berlin und mehr als 60 Milliarden Euro Schulden, Tendenz steigend. Die Hauptstadt gilt wohl mit Fug und Recht als arm, doch tatsächlich auch als sexy. Schließlich boomt der Tourismus und zumindest kulturell bleibt Berlin angesagt.